Liebe Freunde, am 26. September hat Berlin die Wahl, in 99 Tagen. Und wenn ihr mich fragt, ist das eine Schicksalswahl, vor der Berlin steht, und zwar, weil Berlin zwar einzigartig ist im besten Sinne, in all seiner Vielfalt, in allem, wofür diese Stadt steht. Sie ist ein bisschen chaotisch und auch dafür lieben wir sie. Wir lieben sie für die Menschen, die ja auch in keinen Raster fassen. Diese Einzigartigkeit ist das, was wir lieben an Berlin. Aber was mich wirklich ärgert, ist die Einzigartigkeit, in der Berlin schlecht regiert wird. Die ganze Republik zeigt mit dem Finger auf die Hauptstadt, wenn es um politisches Missmanagement geht, wenn es um eine gnadenlose Selbstüberschätzung der Regierenden geht, wenn es um die Folgen ideologischer Blütenträume geht, wie wir sie hier seit 5 Jahren in Berlin erleben müssen. Und ich bin mir sehr sicher, das tut nicht nur mir, das tut uns allen weh, gerade weil wir diese Stadt lieben. Wir sind es miteinander, und ich glaube, alle Berlinerinnen und Berliner sind es einfach leid, dass in dieser Stadt die einfachsten Dinge nicht mehr funktionieren. Zur Wahrheit gehört, und insofern ist das ja heute auch ein Rückblick auf die vergangenen 5 Jahre unserer eigenen Arbeit, die wir geleistet haben. Auch unsere CDU hat sich in der Zeit unserer Regierungsbeteiligung 2011 bis 2016 zwar viele Verdienste erworben, aber nicht uneingeschränkt mit Ruhm bekleckert. Und so bitter die Wahlniederlage 2016 für uns alle war, und sie war bitter, ich habe diesen Wahlabend in wirklich schmerzlicher Erinnerung, sie war auch in Teilen verdient und hatte Gründe. Und wir haben aus diesen Fehlern der Vergangenheit vom ersten Tage an Schlussfolgerungen gezogen. Wir haben gelernt. Wir haben hart daran gearbeitet, über die letzten Jahre gemeinsam mit den vielen in der Union und um uns herum, die uns dabei unterstützen und uns getragen haben, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und auch wenn wir uns gerade über Rückenwind in Umfragen freuen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist das Ergebnis harter Arbeit, Ihrer, eurer Arbeit in den vergangenen Jahren. Und ich bin dankbar, dass ich Teil davon sein durfte. Wir sind diesen Weg durch Höhen und auch durch Tiefen gemeinsam gegangen. Und ich glaube, wir können stolz darauf sein, was wir miteinander in dieser Zeit erreicht haben. Wir wissen, Berlin ist bereit für mehr. Und wir können aber auch ganz selbstbewusst sagen, die CDU ist bereit für mehr. Und das gilt vor allem für Kai Wegner. Wir bemühen uns, und ich glaube, man sieht auch, dass das funktioniert und vom ersten Tage an funktioniert hat, vielleicht sogar besser, als mancher erwartet hat. Als starkes Team ist man auch erfolgreich. Das heißt, wir wissen nicht nur, wir sind bereit für mehr, diese Stadt ist bereit für mehr, wir wissen auch, mehr geht nur gemeinsam, mehr geht nur im Team. Und das wünschen wir uns mit tiefer Sehnsucht auch für diese Stadt. Liebe Freunde, ihr werdet das für die meisten Berliner wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Die Grünen haben gestern ihre Wahlkampagne vorgestellt. Da hat die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch einiges gesagt, und sie hat durchaus auch etwas Richtiges gesagt. Sie hatte mich festgestellt, am 26. Dezember geht es um eine Richtungsentscheidung in Berlin. Und zwar die Richtungsentscheidung Grün oder Schwarz. Die oder wir. Und ich sage Ihnen, Bettina Jarasch hat recht, das ist eine Richtungsentscheidung. Und zwar nicht, weil es Entscheidung für oder gegen Klimaschutz bedeutet, für oder gegen Nachhaltigkeit oder Ökologie. Die Zeiten, in denen die Grünen an der CDU auf diesem immens wichtigen Themenfeld etwas hätten vormachen können, die sind nun wirklich vorbei. Ich sehe hier viele Gesichter, die auf unserem Nachhaltigkeitsparteitag dabei waren. Da haben wir wichtige Weichen gestellt, da haben wir Grundlagen geschaffen. Und die Abgeordnetenhausfraktion setzt es auch engagiert um. Es war die CDU-Fraktion, die eine Enquetekommission Klimaschutz vorgeschlagen hat. Ein sehr, sehr prominentes, konkretes Forum, auf dem man das Thema hätte verhandeln müssen. Und ich glaube, die Grünen sind selbst erschüttert, wie wenig sie, oder sie sollten es jedenfalls sein, wie wenig sie nach 5 Jahren Regierungsbeteiligung eigentlich auf diesem ureigenen Themenfeld erreicht haben. Hätten wir regiert,
wäre die Stadt auf diesem Feld weiter. Denn die Grünen sind keine Ökopartei mehr. Sie sind nicht mehr die Partei des Umweltschutzes in Berlin. Sie sind inzwischen eine sozialistische Plattform mit Biosiegel, und das müssen wir der Stadt auch deutlich machen. Die oder wir? Ich will mal an ein paar Punkten deutlich machen, worum es dabei geht. Die Grünen unterstützen ganz prominent und unverhohlen im Abgeordnetenhaus in den Debatten den Volksentscheid für die Massenenteignung privater Wohnungsunternehmen. Ausgerechnet diese Grünen. Die Grünen, die in Berlin zumindest in Teilen zurückgehen, auch auf eine Tradition der Bürgerrechtsbewegung. Menschen, die leidvolle Erfahrungen durchlitten haben, was es bedeutet, wenn der Staat alle Geschicke lenkt. Anstatt mit uns darüber zu reden, wie wir die Wohnungsprobleme dieser Stadt wirklich lösen, stellen Sie sich hinter ein Begehren, das Hunderttausende Wohnungen enteignen will, 36 Milliarden Euro Entschädigung der Stadt Berlin bescheren würde. Und das ist jetzt nicht unsere Idee, das ist die offizielle Kostenschätzung des Senats, und das für ganz genau 0 neue Wohnungen. 36 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Die Stadt wäre über Jahre lahmgelegt. Der Traum wäre aus für Investitionen in die Klimawende, für den Ausbau von öffentlichem Nahverkehr, für die dringend notwendigen Ausgaben im Bereich Bildung, wo Berlin ganz, ganz dringend besser werden muss. Aber das interessiert die Radikalen bei den Grünen, das interessiert die in Kreuzberg überhaupt nicht. Und die in Kreuzberg, die haben das Sagen in dieser Partei. Da muss man sich die Landesliste nur mal anschauen. Das ist nicht die freundliche Frau Jarasch, die mal in diese und mal in jene Richtung blinkt. Am Ende führen bei denen alle Wege nach Kreuzberg. Und das müssen wir deutlich machen. Das sage ich auch ganz ausdrücklich mit Blick auf unsere Parteifreundin Friedrichshain-Kreuzberg, die Tag für Tag miterleben in der BVV und übrigens auch auf den Straßen, was es bedeutet, wenn ein Bezirk grün regiert wird, von diesen Grünen regiert wird. Das wünsche ich mir nicht für unsere Stadt. Das kann sich keiner für diese Stadt wünschen. Und genau um diese Richtungsentscheidung geht es am 26. September. Die oder wir? Wir haben in dieser Woche erlebt, was es bedeutet, wenn Grüne über Jahre ihre schützende Hand über die Hausbesetzer in der Rigaer Straße halten. 82 verletzte Polizisten, die ihren Kopf hingehalten haben für unseren Rechtsstaat. Der Innensenator, dem ich ungern Recht gebe, der übrigens auch viel zu lange untätig war in der Frage, der hat es gestern aber auch noch mal auf den Punkt gebracht. Es ist ganz maßgeblich das Verschulden dieses grün regierten Bezirks, dass es zu der Eskalation gekommen ist, die den Einsatz von über 1000 Beamten erfordert hat und die dazu geführt hat, dass wir ein Dutzend Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags aufgrund der Ausschreitungen in der Rigaer Straße nun haben. Und die grüne Spitzenkandidatin für den Bundestag wird wahrscheinlich auch keiner kennen, Lisa Paus. Die fabuliert unverhohlen davon, dass die Hausbesetzung doch ein ganz legitimes Mittel der Wohnungspolitik sei. Ich sage, wer mit diesen Gangstern kooperiert, der hat weder im Senat was verloren, noch in Bezirksämtern, noch irgendwo an entscheidender Stelle in dieser Republik. Und ich sage das mal auch aus eigener Erfahrung. Der ein oder andere weiß, dass ich mich ja nicht nur um, ich sag mal, die Geschicke der Landesgeschäftsstelle, Programmarbeit im Landesverband, um die wichtigen Themen der Stadtentwicklung in der Fraktion kümmere, sondern mich aus guten Gründen auch intensiv damit beschäftigt habe, was im Skandal um den grünen Dunstkreis in der sogenannten Diese-EG passiert ist. Das will ich hier gar nicht im Detail vortragen. Das ist Stoff für einen rot-rot-grünen und vor allem grün geschriebenen Wirtschaftskrimi, den man da aus den Akten herausarbeitet und aus den Zeugenbefragungen. Aber ich will mal zwei Dinge erwähnen, was das bedeutet, wenn man in diesem Filz wühlt, der am Ende dazu führt, dass zig Millionen Euro öffentlicher Fördergelder in einen grünen Freundeskreis gewandert sind, der sie nie hätte bekommen dürfen, nach allen geltenden Regeln. Da wurde recht gebogen und gebeugt, dass es kracht, und alle haben weggeschaut. Ob das die Linken waren, ob das die Sozis waren, ganz egal, die haben alle weggeschaut, die waren alle beteiligt. Das ist kein Skandal von Florian Schmidt allein. Aber der Ausgangspunkt in der Frage, gelten die Maßstäbe und Grundsätze des Rechtsstaats noch was in Berlin, das waren die Grünen in Kreuzberg. Und wir, die wir das jetzt herausgearbeitet haben, also auch ich in Person darf mich jetzt rumschlagen mit Unterlassungsbegehren von Promi-Anwälten, mutmaßlich auch bezahlt aus öffentlichen Fördergeldern. Bis jetzt alles substanzlos, also nie wieder was gehört, aber
Ich finde das schon speziell, dass man Abgeordnete jetzt mit Anwälten unter Druck zu setzen versucht, wenn sie in Untersuchungsausschüssen Aufklärungsarbeit leisten. Und einen Tag später nach dieser Eskalation fand ich die Wand beschmiert mit Evers, du Brandstifter. Also wer glaubt, dass Themen dieser Art, dass diese Polarisierung, dass diese Eskalation nicht etwas macht, nicht etwas bewirkt in der Stadt, die Spaltung vertieft, die Konflikte anheizt, der irrt. Und auch das ist einer der Gründe, warum wir heute sagen, mehr geht nur gemeinsam in dieser Stadt. Wir müssen raus aus den Schützengräben, wir müssen es endlich schaffen, in dieser Stadt zusammenzuführen, was zusammengehört. Das ist der Job einer christlich-demokratischen Union. Dafür stehen wir. Wir stehen für das Miteinander. Wir stehen das auf allen Themenfeldern, die wir uns vor Augen halten. In der Wohnungspolitik, in der Mobilität. Wir wollen nicht, dass jeder gegen jeden ausgespielt wird in dieser Stadt. Ich möchte nicht die Aggression auf der Straße täglich erleben, von allen Seiten, von Fußgängern, von Radfahrern, von Autofahrern, die sich jeweils zu Recht übrigens aufregen, dass nichts funktioniert. Aber die muss man alle auch mal darauf hinweisen, wer in dieser Stadt eigentlich regiert. Kann man übrigens auch gerade mal den Radfahrern mal sagen. Die Sicherheit im Radverkehr ist gerade einer CDU als Law-and-Order-Partei nun wirklich ein echtes, tiefes Anliegen. Und was ich erlebe an Umsetzung, war über Jahre nicht mehr als ein paar hingepinselte Radstreifen. Ich habe nichts davon gesehen, dass Infrastruktur erneuert wurde, modernisiert wurde, dass die Mittel zur Verfügung gestellt wurden, die man auch braucht, um Mobilität in dieser Stadt nachhaltig zu gestalten. Dazu gehört übrigens auch der Ausbau von Infrastruktur wie Straßen, Autobahnen, A100. Das ist ein Klimaschutzprojekt. Das soll bewirken, dass die Autos aus der Innenstadt rauskommen. Und was machen die? Legen sich auf die Straße und blockieren das, möchten am liebsten die Straße zurückbauen, für die wir hunderte Millionen schon ausgegeben haben. Den kann man nur sagen, Klimaschutz bedeutet auch bauen statt stauen. Und wer Klimaschutz ernst meint, der muss in dieser Stadt die CDU wählen. Und mich freut, dass das auch immer mehr Berlinerinnen und Berliner verstehen, dass es in dieser Richtungsentscheidung eben nicht um Klimaschutz geht, dass dieses Die oder wir sich darum dreht, dass wir einen Wählerauftrag wollen und die Grünen einen Erziehungsauftrag. Ich habe unserem Parteitag versprochen, ihn nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ich erspare mir deshalb Ausführungen zur SPD. Die spielen nämlich auch seit Jahren im Senat keine Rolle mehr und zur Spitzenkandidatin hat die Freie Universität alles gesagt. Zur Linkspartei muss man auch nicht mehr viel sagen. Die sind von den Grünen nämlich inzwischen nicht mehr zu unterscheiden. Und was die AfD angeht, hat Kai Wegner alles gesagt. Diese Partei ist unser Feind, sie gehört nicht in Berliner Parlamente, sie ist gefährlich für unser Land, Punkt, Ende, aus. Und auch um diese Richtungsentscheidung geht es nämlich am 26. September. Das sage ich übrigens auch als jemand, der im eigenen Wahlkreis die AfD als Hauptgegner hat und genau deswegen dort hingegangen ist, um Gesicht zu zeigen, um alles dafür zu tun, dass die AfD in dieser Stadt keine politische Rolle mehr spielt. Meine Damen und Herren, für all das stellen wir heute die Weichen. Wir nominieren unseren Spitzenkandidaten. Wir stellen inhaltliche, programmatische Weichen. Wir wählen einen neuen Landesvorstand. Wir haben uns eine ganze Menge vorgenommen. Und ich danke an der Stelle nochmal allen, die das möglich gemacht haben, dass das heute auch technisch und von der ganzen Organisation so reibungslos funktionieren kann. Ich sehe, sind alle gut durch das Check-in gekommen. Ich sehe, alle sind hier technisch bestens ausgerüstet. Und ich bin zuversichtlich, dass wir keine größeren Pannen erleben, einen wunderbaren Parteitag erleben, der uns Rückenwind gibt für die letzten 99 Tage bis zum Regierungswechsel. Berlin hat es verdient und auch wir miteinander, wir schulden dieser Stadt den Regierungswechsel, den Neustart, den sie so dringend braucht.